Heute mache ich aus Komet von Udo Lindenberg und Apache 207 eine Version im Stil von Rammstein. Ich habe ja schon aus Wildberry Lillet, Ich hasse dich und Laila Rammstein-Version gemacht, aber das heute wird der Endgegner. Und hey, du weißt, wie das Ganze läuft. Ich brauche fette Gitarren, schnelle Synthie-Lines und ein stampfendes Schlagzeug. Aber heute fange ich mit etwas ganz Besonderem an, und zwar mit einem Pfeifen. Wie ein Engel von Rammstein, nur mit der Melodie von Komet. Mit dem Pfeifen da fange ich meine Version von Komet an. Das Ganze klingt aber gerade irgendwie noch ein bisschen nackt. Ich brauche da mehr Atmosphäre. Jetzt soll's losgehen, jetzt soll's so richtig scheppern, und dazu brauche ich die Drums. Marty. Hi. Und die spielen am Anfang so einen Wirbel, so da da da, taka taka taka. Und du weißt, der Christoph Dumschneider macht dann einfach alles immer. Und dann noch eine Drum Machine, so voll Beast Mode. Als nächstes brauche ich ein fettes Gitarrenriff im Stil von Rammstein. Das mache ich aber lieber gar nicht selbst, weil das war letztes Mal richtig scheiße. Ja. Und deswegen lasse ich mir den Carlos herbeamen. Carlos! Hi Carlos, schön, dass du da bist. Brauchst du ja noch eine Gitarre? Ha! Ich mache nämlich heute aus Komet von Udo und Apache eine Version im Stil von Rammstein. Dazu brauche ich noch so ein richtig mächtiges Gitarrenriff. Hast du mal irgendwie sowas Rammstein-mäßiges auf Lager? Ja. Rammstein. Okay, das ist ja echt ein geiles Riff, aber ich brauche irgendwas mehr so Richtung Engel, aber was Eigenes. Also was Rammstein jetzt auch nicht gespielt hat. Geil! Das nehmen wir auf! Oh, der hatte mal wieder richtig Bock. Also, ich habe jetzt schon das Intro mit dem Pfeifen und den Synthes gemacht, dann kamen die Drums und dann habe ich jetzt noch das Gitarrenriff gemacht. Und damit die Hosenbeine jetzt auch noch so richtig flattern, mache ich als nächstes den Bass. Und Rammstein wären ja nicht Rammstein ohne diese typischen, hektischen, kurzen, schnellen Synthie-Lines, die man übrigens auch Arpeggios nennt. Und da lasse ich mich jetzt mal ein bisschen von Flake ramspirieren. Warte, mir ist gerade eine geile Idee eingefallen. Und zwar gibt's im Song Angst von Rammstein im Intro so richtig fette, die da mitlaufen. Und das will ich am Anfang hier von dem Song auch machen. Und dazu muss ich jetzt irgendwie so, ich glaube, 1000 Mal ungefähr diese aufnehmen. Ungefähr so. Für den Refrain mache ich jetzt sowas. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, zweimal ein Schlitt. Das ist noch nicht so ganz Rammstein. Den ersten Teil finde ich cool mit diesen offenen Akkorden, und dann, wenn es wieder so tief wird, brauche ich wieder sowas Riffiges, was an dieses Hauptriff erinnert, aber das passt nicht so ganz, deswegen brauche ich da irgendwas Ähnliches, aber leicht anderes. Carlos! Chorus! Ich hab alles, ich bin fertig. Das hier ist meine Version von Komet, wenn Rammstein sie gespielt hätte. Sing am Hafen das letzte Lied zum Rauschmiss. Zähl schon lang nicht mehr die Jahre, die ich im dichten Rauch sitz. Hier war vorher mal eine
Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal eins schlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal eins schlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen, lass uns nochmal aufdrehen. Ich lass dir hier noch ein Video da. Klick mal drauf, das wird dir auch gefallen. Mein Name ist Vinny und wir sehen uns auf Delamar.